vorne moin zusammen, ich grüße euch zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich wieder in Laufmontur und habe hier mein kleines Stativ dabei, denn ich dachte mir, hier auf dem Hof werde ich jetzt mal so ein paar Meter laufen, bevor ich meinen bevor ich richtig laufen gehe, um euch mal so meinen Laufstil jetzt aktuell zu zeigen. Vielleicht sehen wir auch schon eine Veränderung, vielleicht ein bisschen mehr Vorderfuß. Ich habe es ja nicht gelernt oder ähnliches. Ich versuche es einfach nur. Vom Gefühl her klappt es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Und ein Abonnent, Grüße gehen raus, Labbe, glaube ich, hieß er. Der hatte nämlich angeboten, dass er sich meinen Laufstil mal anguckt. Ich sollte ihn mal von der Seite machen, von vorne und von hinten. Und dementsprechend dachte ich mir, nehme ich da mal so ein paar Shots von auf. Viel Spaß beim Video. Jetzt hier so meine Laufanalysen seitlich, vorne und hinten. Hoffe, damit kann der eine oder andere was anfangen. Ich bin ja immer für Tipps und alles Hinweise sehr, sehr offen und dankbar. Dementsprechend, jetzt geht's los. Kleine Runde laufen, 8 Kilometer vielleicht, mal gucken. Ich hätte mal wieder Bock ein bisschen länger. Ich laufe jetzt seit 2-3 Wochen schon wieder diese 8 Kilometer Runde und vielleicht erhöhen wir heute mal auf 10. Mal gucken, wie ich drauf bin. Ja, Freunde, genau bis zu dem Ballon hier laufe ich in den letzten Wochen. Das sind nämlich exakt 4 Kilometer, 4,02. Je nachdem, wie die Uhr misst, habe ich hier 4 stehen, habe ich auch mal 4,1 stehen. Ja, dementsprechend, das wären jetzt 4 Kilometer. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Mit der Bandage komme ich auch gut klar heute. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich tendenziell mit dem Vorderfuß ein bisschen mehr aufkomme. Aber wie am Anfang des Videos ja schon geschildert, ich habe das nie irgendwie beigebracht bekommen. Ich mache das einfach intuitiv, indem ich laufe, dass ich mich darauf konzentriere, dass ich nicht so aufkomme, sondern nämlich den Fuß nochmal so runterschiebe. Mittlerweile fühle ich mich damit auch wohler. Am Anfang war es sehr ungewohnt. Ob das jetzt richtig sein mag oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, bei diesen ganzen Thematiken gibt es auch nicht ein richtig und falsch, weil der menschliche Körper ist einfach komplett individuell, sodass der Labbe ja auch schon bei einem letzteren Video geschrieben hatte, ja, ich würde mit der Hüfte einknicken. Kann gut sein, dass ich da eine Instabilität habe und dadurch natürlich auch schlecht laufe. Das ist halt wirklich ganz, ganz individuell, was da sein kann. Erzähl euch mal den Ausblick herein. Hammer, oder? Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ich verlängere die Strecke. Ich will es nicht übertreiben, aber einen Kilometer mache ich noch mehr in der Richtung und dann 5 zurück und dann haben wir glatte 10. 5,1 auf der Uhr. Ich muss sagen, da muss ich gucken, von der Strecke her ist es halt nicht so optimal. Ich wohne im Bergischen Land, das heißt nicht wegen den Bergen hier so, auch wenn man das vermuten könnte. Das liegt daran wegen der Familie derer zu Berg vor ein paar hundert Jahren. Nichtsdestotrotz, es ist bergig hier, also wirklich sehr. Jetzt habe ich so ein paar kleinere Berge gehabt, in ganz großen Anführungsstrichen. Ich bin hier anderes gewöhnt, mit solchen Steigungen und sowas in der Richtung und Gefällen. Ich glaube, die Steigung ist gar nicht das Problem für meine Knie. Das hatte ich ja auch schon mal erörtert, als der Orthopäde mir das nämlich sagte. Ja, was laufen Sie für Strecken und alles? Und klar, wenn ich bergab laufe, habe ich natürlich eine starke Belastung auf den Knien. Und das habe ich jetzt gerade so ein bisschen gemerkt. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie ich das sonst hatte, weil das natürlich jetzt nicht so extrem war, diese zwei Gefälle, sage ich jetzt mal dazu. Nichtsdestotrotz, ich habe es gemerkt, besonders auch im linken Knie. Joa, der Schmerz wandert halt, man kennt es. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Schmerzen habe und nicht mehr laufen kann. Aber ich habe schon ein bisschen was kleineres Ziehen gemerkt. Ja, also da hängt wohl irgendwie bei mir der Wurm drin. Nichtsdestotrotz, das war eine schöne 5,1. Jetzt wieder in die Richtung hier, kann man auch sehen, so ein wunderschöner Wendehammer. Ist genau 5 Kilometer für mich zu laufen hier. 10,1, also runden wir ab, 10 Kilometer ganz genau. Pace 4,58. Also unter 5 Minuten pro Kilometer, denke ich, ist in Ordnung. Das passt für mich, das finde ich ganz cool. Und dementsprechend ein kleines Fazit zu diesem Lauf. Der Lauf hat gut getan, war richtig schön. Es war mal wieder eine andere Belastung, im Negativen wie auch im Positiven, so dass ich diese kleinen Ansteigungen ja auch wieder hoch musste. Das war ich jetzt in der letzten Zeit nicht mehr gewöhnt. Ich habe euch das ja geschildert. Ich versuche ja möglichst jetzt gerade aktuell zu laufen, gerade Strecken
Wobei ich den Wald wirklich tierisch vermisse. Wald gehört dazu. Wald ist bei mir halt wirklich so. Es gibt hier keinen Bereich, wo man gerade durch den Wald laufen kann. Ist sehr, sehr schade, weil ich halt super gerne im Wald laufe. Die Luft ist dort einfach richtig angenehm. Die Temperatur ist eine ganz angenehme. Nicht hier an der Straße und sonst was mit Autos und so. Von der Lautstärke her alleine ist das ja schon ein bisschen was anderes. Ja, dementsprechend, ich weiß nicht, wie der Lauf war. Insofern auf meine Auftrittstechnik. Vielleicht ist es auch komplett Einbildung. Ich laufe immer noch komplett auf der Ferse. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich denke, tendenziell ist es so, dass ich auf der Ferse laufe jetzt zum Ende hin. Zum Ende hin. Und ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Habt euch die Videos eingeblendet. Mal gucken. Danke auf jeden Fall für Zuschauen. Bin für jeden Tipp dankbar. Freue mich, dass ihr die Videos so gerne guckt. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.